Gut, dann sind wir auch fertig zu starten. Nochmal herzlich willkommen zum LuraTech-Webinar Ersetzende Scannen bei Behörden, die perfekte digitale Akte erstellen. Was ich mir für heute mit Ihnen gemeinsam hier vorgenommen habe, ist, ich möchte zunächst mal so ein paar Herausforderungen darstellen und aufzeichnen, die sich im Kontext Scannen natürlich aus dem E-Government-Gesetz und anverwandten Themen ergeben können. Da werden wir auch so ein paar andere Sachen streifen, wie nochmal ein Wort zur TR-RISI scannen, aber das auch nur am Rande, aber um da ein bisschen einen Kontext aufzuspannen. Gibt da durchaus einige Herausforderungen, die man sich stellen kann. Und wie immer, wenn man sowas macht, dann sollte man besser auch ein paar Lösungen präsentieren, die verschiedene dieser Herausforderungen begegnen können. Das werde ich natürlich auch machen. Und immer gerne mache ich dann auch einen Teil, und das habe ich auch heute vor, indem ich dann die Ergebnisse beziehungsweise die Lösung dann auch mal vorführe. Und auch das habe ich heute vor. Ich werde also dann zu dem Zeitpunkt gegen Ende des Webinars dann für ein paar Minuten in eine Windows-Oberfläche schalten und dort mal mit der Software an den Dateien und Dokumenten zeigen, wie das so geht. Die Dateien und Dokumente sind zumindest zum Teil auch 100% aus Ihrem Umfeld. Vielen Dank nochmal an den Kreis Lippe, der schon lange unser Anwender ist und der uns freundlicherweise einige Beispieldokumente für die heutige Präsentation hier auch zur Verfügung gestellt hat. Das werden wir uns angucken. Ich habe die Fragen, die Sie dann hoffentlich mir alle aufgeben, wenn Sie sie dann haben, hier nochmal mit auf die Agenda geschrieben, dass ich sie zum Schluss nochmal auf jeden Fall aufgreife. Fangen wir an. E-Government, Digitalisierung in den Behörden, das ist so natürlich das Thema, in dem sich auch das Thema Digitalisieren von Papierakten, nämlich Scannen mit anderen Worten, natürlich bewegt. Und ja, die Schlagworte, die einem dann sofort begegnen, sind das E-Government-Gesetz. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass heute hier in dem Webinar sehr zahlreiche Vertreter von Landkreisen, Städten, Gemeinden und so weiter sind, also eher auf kommunaler Ebene vielleicht und anverwandten Organisationen, aber eben nicht so auf dem Ebene Bund und so weiter und so fort. Wenn ich das richtig gesehen habe, sehen Sie mir das nach, wenn Sie Vertreter einer Bundesbehörde sind und ich das jetzt übersehen habe. Aber beim E-Government-Gesetz geht es vorwiegend ja erstmal um Bundesbehörden. Warum also überhaupt sich mit dem ganzen Thema beschäftigen? Naja, erstens gibt es da schon mal eine Ausweitung, nämlich alle Behörden auf allen Ebenen, die Bundesrecht umsetzen, sind auch dem E-Government-Gesetz verpflichtet, was ja in Teilen bereits eingeführt ist, was in anderen Teilen auch erst jetzt und in den nächsten Jahren ja auch erst in die Umsetzung geht. Aber E-Government-Gesetz hin oder her, der Trend hin Richtung der Digitalisierung, hin Richtung auf die Ideen, die im E-Government-Gesetz vertreten sind, ist, glaube ich, auf keiner Verwaltungsebene aufzuhalten. Man kann sich ja mal ein viel älteres Dokument angucken, nämlich die E-Government-Strategie für Deutschland, die der ebenfalls Bund IT-Planungsrat gemacht hat. September 2010 übrigens schon rausgekommen. Das sind so die Ziele, die verfolgt werden. Das gilt für alle Ebenen in allen Behörden, glaube ich. Man möchte nach dieser Strategie Deutschland im Wesentlichen auf allen Ebenen der Behörden einen wirtschaftlichen Standortvorteil verschaffen, indem man E-Government einführt. Man möchte bürgerfreundlich sein und sind wir es mal ehrlich, wo findet denn der Bürgerkontakt statt? Das ist dann sicherlich eher auf der kommunalen Ebene als auf der Bundesebene. Man möchte Hilfsmittel bei Verwaltungsabläufen bereitstellen. Das hört sich ja erstmal nett an, aber heißt dann im Wesentlichen natürlich auch, man möchte Verwaltungsabläufe durch die Digitalisierung straffen und vereinfachen und solche Dinge. Und man möchte den Wandel zur Wissensinformationsgesellschaft unterstützen. Und das Ziel in dieser Strategie ist, dass Deutschland hier auf allen Ebenen mit allen Behörden erstmal europäische Vorreiterrolle einnehmen soll. Und zwar heißt es da ganz konkret, die Behörden in Deutschland sollen E-Government einführen, um schon in 2015, was übrigens ja jetzt ist, europaweit eine Vorreiterrolle einnehmen zu können im Bereich E-Government. Also, wenn Sie da noch nicht so weit sind, wenn Sie noch nicht digitalisiert sind, so, ja, ich glaube, da kommt man nicht mehr sehr lange drum herum und es gibt ja, glaube ich, auch selten noch eine Behörde, die nun überhaupt noch gar keine Digitalisierungsstrategien verfolgt. Es gibt die Modellkommunen, E-Government, vielleicht gehören sie sogar dazu, eine Initiative vom Bund, die uns auch zeigt, ja, Bundesgesetz oder Bundesvorschrift, aber doch klar auf allen Ebenen der Verwaltung anzuwenden. Und es gibt natürlich ganz allgemein gesagt den Druck hin zur Digitalisierung,
Allein schon, um den Bürgerservice entsprechend auch digital abbilden zu können, dann nützt es einem ja nichts, wenn dann ein Medienbruch stattfindet und dann doch noch Akten in Papier irgendwo liegen, die vielleicht herangezogen werden müssen, um irgendeinen Prozess abzubilden. Und natürlich gibt es einen allgemeinen Druck auf die Optimierung interner Verwaltungsabläufe. Es sind alles hehre Ziele, alles große Ziele, alles spannt sich im Kontext E-Government auf und gibt sozusagen die Grundlage dazu, dass man sich mit dem Scannen natürlich auch beschäftigen muss. Da gibt es ja zwei verschiedene Ansätze beim Scannen. Einmal nämlich das, was so täglich heute in die Vorgänge, in die Prozesse hineinfließt, aktuell und Papierform hat, sofort zu digitalisieren und einer elektronischen Akte hinzuzufügen, um es nutzen zu können. Und es gibt natürlich die zweite große Thematik, die geht in die Richtung, ich habe ja Bestände, ich habe wahnsinnige Bestände teilweise, in Papierakten. Und da ist natürlich auch die Frage, wie weit soll und muss das digitalisiert werden, um auch in den großen Kontext elektronische Akten hinzugefügt werden zu müssen. Und da gibt es in den verschiedenen Vorschriften und Verordnungen durchaus immer wieder Erwähnungen, die dahin gehen. Und es wird so ein bisschen in den Ermessensspielraum der Wirtschaftlichkeit gestellt. Das heißt, die Frage ist, muss ich alte Papierakten nochmal digitalisieren? Da stellt sich die Frage sofort, lohnt sich das aus rein wirtschaftlichen Gründen in dem Sinne? Und die können ja durchaus immer mal wieder vorliegen, denn bei all den hehren Zielen sind es manchmal doch die ganz einfachen Gründe, die einen dazu motivieren, einen Altaktenbestand vielleicht zu digitalisieren. Bei den neuen Vorgängen auf jeden Fall ist es ganz klar Ziel. Also geh mal konkreter darauf ein. Ich habe dann mal so ein bisschen mir den Spaß gemacht und bin mal vom E-Government-Gesetz über die entsprechenden Kommentare der verschiedenen Behörden, der Städtetage und so weiter und so fort, die alle das E-Government-Gesetz in irgendeiner Form für sich interpretiert und kommentiert haben. Bin diese Dokumente alle mal durchgegangen und habe mir so Stichworte rausgeholt, immer dann, wenn es um den Kontext Scannen geht. Also Grundlage ist, glaube ich, im E-Government-Gesetz ganz oben prominent und in allen abgeleiteten Vorschriften und so weiter steht drin und Zielstellungen und Strategiepapieren steht drin. Es gibt eine klare Forderung nach der Führung elektronischer Akten. Das ist, glaube ich, eine Grundlage, wenn man E-Government machen möchte, dass man elektronische Akten führt. Und das ist auch überall so ein bisschen als Grundlage beschrieben. Wenn ich nun elektronische Akten habe oder haben möchte oder Zug um Zug einführen möchte, dann steht auch natürlich da drin, und das ist, glaube ich, auch völlig klar, völlig nachvollziehbar, anstelle von Papierdokumenten sind dann deren elektronische Wiedergabe zu verwenden in den elektronischen Akten. Mit anderen Worten, der Scan gehört in die elektronische Akte hinein, mit dem ich dann genauso arbeiten kann wie mit dem originär digital entstandenen Dokument. Dann kommen so ein paar Worte, die hören sich erst so lapidar an, die kann man erstmal immer gerne überlesen. Da steht zum Beispiel, nach dem Stand der Technik ist das alles zu machen. Und das kann durchaus schon eine Herausforderung sein. Es reicht eben vielleicht nicht mehr einfach, es zu machen, dass es funktioniert, sondern es soll auf dem Stand der Technik sein. Ich erinnere nochmal, das Strategiepapier sagt, man möchte eine Vorreiterrolle einnehmen in Europa. Und zwar schon recht bald. Elektronische Dokumente, das ist jetzt kein Rechtschreibfehler, der da steht, sondern das ist direkt kopiert aus einem Satzfragment, direkt kopiert. Elektronische Dokumente sollen mit den Papierdokumenten im Falle dessen, dass ich sie digitalisiere, also scanne, bildlich und inhaltlich übereinstimmen. Das führt teilweise natürlich schon zu relativ hohen Herausforderungen. Also, da sind wir sofort in Thematiken drin, die ich auch gleich nochmal einzeln angehe, wie Farbe, Farbscannen. Da sind wir in Fragen von Auflösungen. Das kann ich also nicht zu billig machen in dem Sinne. Dann geht mir da vielleicht doch was verloren. Da sind wir dann in Fragen der Qualität einer Digitalisierung relativ schnell dran, um auch wirklich sicherzustellen, vielleicht sogar in einem Massenscanverfahren, dass ich bildlich und inhaltlich übereinstimmende elektronische Dokumente oder elektronische Wiedergaben der Papierdokumente entsprechend erzeuge. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Papierdokumente sollen nach der Übertragung in elektronische Dokumente vernichtet oder zurückgegeben werden. Das ist ein direktes Zitat aus dem E-Government-Gesetz. Und das ist ziemlich deutlich im Vergleich dazu, was da vorher so an Statements abgegeben wurde. Die Frage nach dem ersetzenden Scannen, und darum das soll es ja heute hier gehen, war nämlich gar nicht immer so ganz einfach zu beantworten. Im Gegenteil, da war sogar eine relativ hohe Unsicherheit darüber, an welchen Stellen ist das nun rechtlich in Ordnung,
Darf ich das nun machen? Wie ist der Beweiswert der elektronischen Kopie und so weiter und so fort? Und das E-Government-Gesetz schreibt jetzt wirklich, ich glaube, fast zum ersten Mal wirklich ganz deutlich hin, ersetzendes Scannen ist das Ziel. Das möchte man tun. Das ist das, was man tun soll. Gibt dann sofort wieder einige Einschränkungen, natürlich. Und auch die sind natürlich irgendwie menschlich und mit klarem Sachverstand nachvollziehbar. Es gibt natürlich Dokumente, die bestimmte Schriftformen erfordern. Es gibt natürlich geöste und gesiegelte Verträge. Es gibt Dinge, die man einfach, die nur einen Beweiswert haben, wenn sie an eine bestimmte Form gebunden sind. Und das bedeutet natürlich, die kann ich zwar auch digitalisieren, um sie dann in der elektronischen Akte zu benutzen, aber die kann ich nicht vernichten. Die muss ich aufbewahren. Und auch da sind beispielhaft verschiedene Dokumenttypen aus den einzelnen Behörden sogar genannt in den Unterlagen hier, bei denen es dann heißt, wenn man sowas hat, dann kann ich es nicht vernichten oder zurückgeben. Entschuldigung, dann kann ich es nicht vernichten. Dann sollte ich aber versuchen, es zurückzugeben, beispielsweise an den antragstellenden Bürger oder etwas in der Richtung. Da werden natürlich Ausweispapiere erwähnt und so weiter und so fort. Es ist klar, dass wir die nicht durch den Schredder schicken, aber eben auch andere Verträge werden da erwähnt, die man möglichst zurückgeben soll. Und nur wenn ich sie natürlich wirklich aus in der Behörde benötige in Originalform, dann soll ich sie aufbewahren in Papier. Aber ich soll natürlich eine Digitalisierung trotzdem vornehmen, um sie in der täglichen Arbeit in der elektronischen Akte auch verfügbar zu haben. Dann kommen so Sätze wie die Grundsätze der ordnungsgemäßen Aktenführung sind einzuhalten. Ja, klingt gut, klingt logisch. Naja, was denn sonst? Aber was heißt denn das nun wieder? Wir kommen vielleicht noch aus einer Papierwelt und da sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Aktenführung vielleicht doch etwas anders gelagert als im Bereich der digitalen Unterlagen. Wir haben ohne Zweifel lange Aufbewahrungsfristen, teilweise sehr lange Aufbewahrungsfristen für verschiedene Dokumenttypen in den einzelnen Behörden. Und diese dauerhaft lesbar zu halten in elektronischer Form ist halt eine sehr viel höhere Herausforderung an die ordnungsgemäße Aktenführung als einen ordnungsgemäßen Aktenplan zu führen und eine ordnungsgemäße Indizierung zu führen über ein Papieraktenarchiv, was als sonstiges aber halt irgendwo steht und auch nicht unleserlich wird, zumindest in den Aufbewahrungsfristen, über die wir hier sprechen in dem Sinne. Also hier ergibt sich natürlich ergeben sich natürlich ein paar neue Aspekte, die man beachten muss. Und dann, ja, ich habe es gesagt, ich will es auf jeden Fall mal erwähnen, weil wenn man ersetzendes Scannen macht, da gibt es ja die TR-RESI-Scan, das haben viele von Ihnen sicher mindestens gehört, eine technische Richtlinie vom BMI oder vom BSI, was weiß ich, also Entschuldigung, aber ist eine technische Richtlinie von einer Bundesbehörde oder die aus der Richtung kommt und die soll sicherstellen, RESI-Scan soll sicherstellen, dass man rechtssicher ersetzend scannen kann oder mehr Rechtssicherheit in das ersetzende Scannen hineinbringt. Jetzt wissen wir inzwischen, ersetzendes Scannen ist ganz klar gewollt in dem Sinne und wir haben jetzt hier mit der TR-RESI-Scan eine Vorschrift, die so eine als Basis für eine Scan-Anweisung dienen kann in einer Behörde, wo man sagt, wir folgen diesen und jenen Regeln der IT-Sicherheit, wir folgen diesen und jenen Regeln des IT-Grundschutzes, wir folgen diesen und jenen Regeln bei der Dokumentation unserer Prozesse, das heißt von der Digitalisierung, vom Papier über die Digitalisierung bis zur Ablage des elektronischen Dokumentes gibt es Dokumentationspflichten, da gibt es Möglichkeiten, wie man sicherstellt, dass keine Manipulationen auftreten und sich letztendlich die Qualität, will ich mal sagen, des Abbilds so maximieren lässt darüber. Und das ist so ein bisschen der Gegenstand von TR-RESI-Scan und die kann man durchaus als Basis benutzen, um so eine Scan-Anweisung sehr sicher aufzubauen. Das ist natürlich auch nicht wenig. So die TR-RESI-Scan ist ein ziemlich umfassendes Werk. Wenn man sich das mal genau anschaut, was da alles so gefordert ist, dann muss man natürlich vielleicht auch so ein bisschen gucken, was davon tatsächlich notwendig ist in der Umsetzung. Was davon notwendig ist im Sinne von, wie hoch muss ich denn den Anspruch stellen an den Beweiswert eines digitalisierten Dokumentes vom Typ X oder Y gegenüber einem anderen Dokumenttyp? Also wie viel Aufwand muss ich treiben?
Aber die TR-Resi-Scan ist modular aufgebaut. Da kann man sich zumindest bedienen. Also wenn Sie die Aufgabe haben, eine Scan-Anweisung tatsächlich zu erstellen, dann ist das sozusagen Ihr Go-To. Und da können Sie sich modular bedienen und entsprechend Vorschriften herausziehen und sich mal beeindrucken lassen von dem, was man alles so beachten kann rund um das Scannen. Also da gibt es auch Vorschriften und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer technischer Richtlinien und Vorschriften, deren man sich bedienen kann, wenn man sich dann im Einzelnen mit den einzelnen Aspekten des ersetzenden Scans in den Behörden beschäftigt. Fazit ist, viel Strategie, viel Überlegung, wir wollen unsere Prozesse verbessern, wir wollen besseren Bürgerservice bieten, wir wollen auf jeden Fall digitaler werden in dem Sinne und darin gilt, ersetzendes Scannen soll der Regelfall für den Umgang mit mindestens neu anfallenden Papierdokumenten werden. Ja, das ist, glaube ich, ein Fazit, was man sich mal vor Augen führen muss. Ersetzendes Scannen soll der Regelfall für den Umgang mit Papierdokumenten werden. Es gibt aber auch ganz andere Gründe, ich habe es eben schon angedeutet und das kommt jetzt hier so ein bisschen blöd und ist auch vielleicht so ein bisschen scherzhaft gemeint, aber tatsächlich, manche Behörden haben auch ganz andere Gründe, warum sie digitalisieren, nämlich zum Beispiel schlicht und ergreifend keinen Platz mehr. Es platzt aus allen Nähten, es ist voll, die Mengen an Unterlagen, die man dort hat, lassen sich einfach nicht mehr unterbringen. Und dann wird natürlich gerne auch mal digitalisiert, dann speziell natürlich immer so im Bereich der Altakten, das sind dann so meistens dedizierte Projekte, Altaktenübernahme in ein Dokumentenmanagementsystem hinein, sind manchmal wirklich ganz pragmatische Gründe, die weit entfernt sind von diesen ganzen Strategien, die ich jetzt hier vorgetragen habe, die auf uns alle zukommen werden. Dem kann man nicht mehr ausweichen, dem muss man sich stellen und deshalb muss man sich mit dem ersetzenden Scan sowieso beschäftigen, aber eben, wie gesagt, oftmals ist die Motivation Stand heute auch eine viel einfachere und genauso zulässige, wie ich finde, wenn es um die Digitalisierung geht. Gut, jetzt möchte ich ein paar Herausforderungen herausnehmen die stehen aber für mich jetzt so ein bisschen im Kontext perfekte digitale Akten erstellen, darum geht es ja heute. Perfekte digitale Akten brauchen als Grundlage perfekte digitale Dokumente. Das ist so ein bisschen meine These heute. Und natürlich gibt es noch einen riesigen weiteren Themenkreis, mit dem man sich im Bereich der perfekten digitalen Akte beschäftigen kann, nämlich die Frage nach dem Dokumentenmanagementsystem, die Frage nach den darin befindlichen Workflows, die Frage nach der Aufbewahrung in Form von Hardware, in Form von Software, nach dem, das heißt ja mal, revisionssicheren Archiv etc. pp. Und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Fragen, die man sich stellen kann und auch muss, wenn es um die perfekte digitale Akte geht. Aber wie Sie alle wissen oder mindestens sehr überwiegend wissen, Luratech beschäftigt sich natürlich mit speziellen Aspekten in dem Umfeld und da will ich auch lieber bei meinen Leisten bleiben und verweise hier gerne auf unsere Partner, die natürlich den größeren Kontext aufspannen, wenn sie, ich weiß nicht, an ist jetzt immer gefährlich, welche zu nennen, aber es gibt ja einige Anwender hier, wenn Sie an Hans Held denken, wenn Sie an Optimal Systems denken, wenn Sie an Codia Software denken dann, und die anderen alle, dann sind Sie teilweise Anwender, dann sind Sie mindestens irgendwo im Haus Anwender und natürlich gibt es unsere Software natürlich auch im Kontext dieser Gesamtsysteme und unsere Partner führen gerne auch unsere Lösungen dann entsprechend bei Ihnen ein. Wenn es dann um die Herausforderungen beim ersetzenden Scannen geht, die sich so ein bisschen auf dem Level ich brauche ein perfektes digitales Dokument, um eine perfekte digitale Akte zu haben, bewegen. Und diese Herausforderungen, die sehe ich so ein bisschen in dieser Liste hier. Wenn Sie ersetzend scannen, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, naja, also was wir hier machen an Schriftgut, das ist doch alles mit einem schwarz-weißen Drucker auf das entsprechende Papier gedruckt. Das kann ich mal eben schnell runterscannen in schwarz-weiß, da kommen kleine Dateien raus, mehr muss ich nicht machen, erledigt. Das stimmt aber nicht. Also wenn man da jetzt mal genau hinguckt, dann liegen eben viele, viele, viele Informationen tatsächlich auch in der Farbe. Es gibt immer wieder irgendwo dazwischen vollfarbige oder farbig annotierte oder wie auch immer Dokumente. Und wenn wir nochmal zurückgehen in die eine Forderung, die hier steht,
elektronische Dokumente mit den Papierdokumenten bildlich und inhaltlich übereinstimmend, dann reicht mir Schwarz-Weiß-Scannen, ist meine These, einfach nicht. Ich habe auch gleich ein paar Akten dabei, wo Sie ganz sicher sofort feststellen können, dass das gar keinen Sinn macht. Also beispielsweise sind natürlich Stempel in verschiedenen Farben, farbige Unterschriften, deren Farbe eine Bedeutung hat. Aus dem Katasterwesen, in mindestens einigen Bundesländern wird das so gemacht, ist eine rot übermalte Grenze in einem Fortführungsriss ist eine untergegangene Grenze. Die gibt es nicht mehr. Wenn Sie die jetzt in Schwarz-Weiß einscannen, dann ist die auf einmal wieder schwarz. Da gibt es sie plötzlich wieder. Das geht natürlich nicht. Das heißt, viel Information liegt in der Farbe. Schwarz-Weiß-Scannen reicht nicht. Farbdateien können aber eben sehr groß werden, wenn man da nichts weiter tut. Das bedeutet, hier liegt sicherlich eine Herausforderung zu sagen, wie vereinfache ich meinen Scanprozess? Auf der einen Seite, indem ich zum Beispiel jetzt nicht anfange zu sortieren und sage, das ist ein schwarz-weißes Dokument und das ist ein schwarz-weißes Dokument und das ist jetzt ein farbiges und die muss ich jetzt anders behandeln und zum Schluss muss ich das aber doch wieder zu einer Datei zusammenbauen und so weiter und so fort. Das wäre sicherlich viel zu kompliziert. Wie kann ich also einfach den Stapel in den Scanner auf den Knopf drücken und alles durchscannen, ohne am Ende dann viel zu groß zu werden in dem Sinne? Also da muss ich was tun. Detailgetreue Abbildung ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Nun gibt es wirklich gute Scanner, gar keine Frage. Es sind ja auch ein paar Scan-Dienstleister durchaus heute hier im Bereich der Zuhörer, die auch viel natürlich im Bereich der Behörden zuliefern und natürlich haben die detailgetreue Abbildung im Griff, das ist klar. Die kommt aber nicht von alleine, da muss man was für tun. Da muss man nicht nur gute Hardware einsetzen, da muss man auch Qualitätsprozesse haben und da muss man auch so ein bisschen vor allem wissen, was man da tut. Bei der Digitalisierung, sonst verschwinden mir dünne Linien, sonst verschwinden mir schwache Kontraste und schwachkontrastige Belege kann ich Ihnen gerade aus dem Umfeld der Behörden gleich noch ein paar zeigen. Aber es ist ja eben auch so, Sie haben eine Annotation, die hat vielleicht der Amtsleiter auf das Dokument drauf gemacht und dazu benutzt er einen Bleistift auf Umwelt. Schutzpapier. Ja, das ist ein schwacher Kontrast und wenn Sie da beim Scannen nicht aufpassen, ist diese Annotation weg. Und das darf natürlich unter keinen Umständen passieren. Also haben wir sicherlich in dieser Anforderung bildlich und inhaltlich Übereinstimmung schon ein paar Anforderungen, wo man sagen muss, so, wir müssen erstmal digital perfekte Dokumente im ersetzenden Scannen erstellen, um eine perfekte Akte zu haben. Langfristige Lesbarkeit ist ein großes Thema. Wenn wir uns jetzt vom Papierarchiv wegbewegen und uns tatsächlich in eine elektronische Akte begeben, dann kommt da ein bisschen was dazu. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Man spricht ja nicht umsonst vom digitalen Dunkelzeitalter, Digital Dark Age auf Neudeutsch oder Englisch. Es ist so. Es ist, glaube ich, noch nie, und da gibt es ja Studien darüber, so viel dokumentengebundene Informationen verloren gegangen wie in den letzten Jahren. Ein Papierarchiv, ich habe es angedeutet, dass wenn es nicht gerade abbrennt oder einen riesigen Wasserschaden haben wird oder so alt ist, dass die Säure das Papier zersetzt, aber das dauert ja eine Weile im Bereich der Nutzarchive, sage ich jetzt mal, das hält relativ lange und dem passiert auch nichts. Im Bereich der elektronischen Akte, die natürlich ihre Vorteile hat, gibt es aber auch ein paar Dinge, die man beachten muss. Also beispielsweise werden Sie vielleicht heute etwas digitalisieren oder in digitaler Form in eine Akte verfügen, ein Dateiformat aus einem, weiß ich nicht, Office speichern unter, kommt irgendein Dateiformat raus, das verfügen Sie heute in die Akte. Und das werden Sie vielleicht in einigen Jahren so nicht mehr lesen können. Das heißt, man muss heute beim Erstellen elektronischer Akten, damit sie perfekt werden, sicherlich schon darauf achten, was muss ich denn tun, um diese Akten auch langfristig lesbar zu halten und nicht damit zu enden, dass ich sogar noch innerhalb der Aufbewahrungsfrist, die ja mal schnell 100 Jahre werden kann, wenn wir mal an Gebäude etc. denken, ja, dass ich nicht innerhalb der Aufbewahrungsfrist noch in die Situation komme, dass ich zwar die Datei noch toll aufbewahrt habe, weil sie auf irgendeinem hochgesicherten Laufwerk liegt und umkopiert wurde und mit Medien migriert wurde und so weiter, aber das, was da draufsteht, ist nur noch digitaler Datenmüll. Ich kann es nicht mehr lesen. Also man muss sich dieser Herausforderung stellen. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die kann man relativ einfach umgehen, aber dazu muss man was tun, kommt nicht von alleine.
Und dann sehe ich als Herausforderung einerseits, aber so ein bisschen auch als natürlich mit der Einführung der Digitalisierung eine große neue Möglichkeit, eine große Chance, sehe ich natürlich Indexierung und Durchsuchbarkeit und alles drum und dran. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine digitale Akte habe und die besteht vielleicht aus, sagen wir mal, so richtig schönen Aktenordnerstärke, ja, also richtig viele Seiten drin, wie viel sind da drin? 200 oder sowas in der Richtung. Dann möchte ich ja nicht mehr durch die Register blättern, wie ich das heute habe. Möchte ich nicht durch einen Inhaltsplan gehen, um zu finden, wo ist denn nun das Dokument abgeheftet, was ich suche, sondern dann möchte ich mein Stichwort eingeben, dann kriege ich meine drei Treffer und dann weiß ich, aha, der zweite von den drei Treffern ist das, was ich suche. Also Durchsuchbarkeit ist, glaube ich, etwas, was man sich als Vorteil gegenüber der Papierakte schnell mit erschließen kann. Und ehrlich gestanden, wenn wir nochmal wieder zurückgehen, ich mache es nochmal gerne hier, da steht nach dem Stand der Technik, ja, soll das alles gemacht werden, dann kann man das fast nicht mehr weglassen. Wie will man sonst argumentieren, dass das noch auf dem Stand der Technik ist? Also nochmal, perfekte digitale Akten brauchen als Grundlage perfekte digitale Dokumente. Ich habe wieder überlegt, ob ich dieses Slide reinnehmen soll, weil es wirklich schon gut bekannt ist. Aber ich habe es genommen, weil es erklärt auch sehr schön zumindest einen Aspekt. Ich will jetzt mal drei Folien vorstellen, wo ich so ansatzweise Lösungen beschreibe und so ein paar Aspekte daraus greifen. Und eine ist sicherlich ganz klipp und klar, wenn ich ein perfektes digitales Dokument produzieren will, muss ich natürlich auch überlegen, welches Dateiformat verwende ich da. Und gerade beim ersetzenden Scannen, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ist ja in der Vergangenheit oftmals sehr stark Kompromiss eingegangen worden. Ja? Also ein Kompromiss eingegangen worden in dem Sinne, man hat nicht die Möglichkeit gehabt, farbige Dateien, so wie sie vielleicht im Original sind, mit ihren farbigen Annotationen oder auch vollfarbig oder wie auch immer, abzulegen, weil sie einfach sehr viel zu groß sind. Das ist ja genau die Problemstellung. Die sind einfach riesig. Ja, man hat eine A4-Seite in 300 dpi, das ist so eine Auflösung, wenn man die benutzt, dann kriegt man auch schon relativ kleine Schriften und alles drum und dran noch sehr deutlich mit in dem Dokument abgebildet und dünne Linien und so weiter und so fort. 300 dpi, Vollfarbe, 25 Megabyte. Ich habe es gerade gesagt, 200 Seiten passen in einen Ordner rein. Geht nicht handhabbar. Also ist man ja nur einen Kompromiss eingegangen, indem man gesagt hat, na, ich kann Farbe, kann ich mir nicht erlauben. Ja, gibt nichts Besseres in dem Sinne, also gehe ich doch auf Schwarz-Weiß. Das reicht ja auch irgendwie so. Glaube ich, ein paar Beispiele gegeben und wir sehen auch gleich noch welche in der Vorführung, dass man sagen kann, nee, das reicht irgendwie so nämlich eigentlich nicht. Mal ehrlich gestanden, ist das ein Kompromiss, der stammt aus den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Erfunden worden ist das Format TIFF-Gruppe 4, also Schwarz-Weiß-Dokumente, noch sehr viel früher. Und das ist zwar klein, aber der Kompromiss ist einfach zu groß nach heutigem Stand der Betrachtung. Wenn man mal einfach sich durch ein paar Akten durchblättert, wird man feststellen, man hat da Informationsverluste, die sind nicht mehr akzeptabel. Nochmal, wenn man sich diesen Forderungen letztendlich stellen will. Also geht nicht, muss man auf Farbe gehen. Farbe mit JPEG ist die bekannte Alternative, geht auch nicht. Geht deshalb nicht, aus meiner Sicht. Es geht, alles geht irgendwie, aber es ist auch ein starker Kompromiss. Es geht deshalb nicht. Erstens ist es wieder größer als unsere schwarz-weiße Gewohnheit, was eine Seite so wiegen darf in Größe. Zweitens kriegen wir die Qualität nicht hin. Die Qualität in einem JPEG ist immer dann, wenn ich es in eine vernünftige Dateigröße bringe, sehr, sehr stark leidend. Und gerade, ich habe es gesagt, Durchsuchbarkeit und so weiter und so fort, wenn ich mit diesen Belegen dann anfangen würde, Textlesung zu machen, Sie sehen das schon hier, das franzt aus, das sieht unscharf aus, da kriegt man schlechte Ergebnisse, das kann man sich nicht erlauben. Jetzt will ich noch gar nicht auf PDFA eingehen, auch wenn das hier steht. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn man heute Stand der Technik nutzt und sagt, ich möchte meine gescannten Dokumente in die elektronische Akte verfügen, zum Beispiel im PDF-Format, und man bereitet dieses PDF mit einem Stück Software, darf auch gerne von uns sein, auf und macht es zum Beispiel in unserem Drei-Layer-Verfahren, was ja vielen von Ihnen schon bekannt ist, bereite es in der Form auf, dann komme ich nämlich plötzlich wieder auf Dateigrößen, die sehr wohl sehr handhabbar sind und wo ich eine tolle Abbildungsqualität habe. Jetzt kommt gerade eine Frage rein von einem durchaus Experten. Hallo. Die möchte ich aber gerade aufgreifen, weil wir sind hier noch genau auf der Folie. Und es ist ja gerade ein aktueller Fall, letztes Jahr oder war das schon vorletztes Jahr, waren wir damit in der Tagesschau, Primetime News, und dieses Jahr hat die Risi-Scan darauf reagiert. Hier steht ein Stichwort auf den Folien, das ist jetzt jemandem aufgefallen, nämlich da steht hier
JBIC 2. Und die aktuelle TR-Resi-Scan ist da in der Richtung aufgestellt, dass sie gesagt hat, ja, beim JBIC 2, da können gefährliche Sachen passieren, nämlich es könnten sich Buchstaben verändern. Aus einer 8 könnte ein B werden oder aus einem B umgekehrt eine 8 oder aus einer 8 eine 0 und so weiter, wenn man das nicht ordentlich macht. Und die TR-Resi-Scan, und da muss ich ganz klipp und klar mal sagen, ist aus technischer Sicht gesehen völlig ahnungslos, weit übers Ziel hinausgeschossen und hat gesagt, JBIC 2 wollen wir nicht mehr. JBIC 2 ist gefährlich, das lassen wir lieber raus. Wir würden empfehlen, nur noch TIFF-Gruppe 4 zu verwenden für die schwarz-weißen Anteile. Jetzt sehen Sie hier für unser, pardon, wie habe ich das jetzt gemacht? Oh, interessant. Auch nicht schlecht. Wie kriege ich denn das jetzt wieder repariert? Irgendwie habe ich das gezoomt, kriege ich das auch wieder klein. Aha, so geht's. Vielleicht. Sorry für das, was immer ich da gerade gemacht habe. Meine Güte. Jetzt habe ich mir aber was eingebrockt hier. Ja, so kann man es wieder sehen, sorry. Ja, JBIC 2. Die TR-Resi-Scan, der Bund ist da völlig übers Ziel hinausgeschossen, hat gesagt, JBIC 2 ist evil, wollen wir nicht mehr, da kann was passieren, was ja völliger Unsinn ist. Denn tatsächlich ist ja so, JBIC 2 gibt es in zwei Modi. Der eine Modus ist verlustbehaftet, da kann das passieren, dass aus einer 8 ein B wird. Der andere Modus ist verlustfrei, mathematisch verlustfrei. Pixelidentisch zu jedem anderen Original in dem Sinne. Da hat man nicht genau hingeguckt und hat gesagt, nee, das auch nicht. Da gibt es überhaupt gar keinen Grund für. Aber wichtig zu wissen ist, wir haben schon immer bei uns als Default-Modus in unseren Werkzeugen JBIC 2 auf die Weise angeboten, dass wir JBIC 2 immer grundsätzlich prinzipiell verlustfrei eingebettet haben. Das heißt, da kann das nicht passieren, was letztes Jahr auf den Xerox-Scannern passiert ist und deshalb in der Tagesschau war, wir haben keine Verdrehungen von Buchstaben. Es ist technisch ausgeschlossen. Es kann nicht passieren. Wenn Sie TR-Resi-Scan konform arbeiten wollen, auch im Punkto dieses, und ich traue mich mal zu sagen, dieser unsinnigen Vorschrift, dass auch verlustfreies JBIC 2 nicht benutzt werden soll, dann können Sie unser Werkzeug ohne Probleme auf TIFF-Gruppe 4 einstellen für den schwarz-weißen Layer. Dann haben Sie statt 55, 65 Kilobyte für eine Dateigröße. Sie sind aber immer noch in der gleichen Größe. Es macht nichts aus. Sie können mit unserem Werkzeug das tun auf die vernünftige Art und weiter JBIC 2 lossless machen und sparen sich hier nochmal die paar Prozent. Oder Sie sagen, nee, wir wollen den Vorschriften genau folgen, dann nehmen wir TIFF-Gruppe 4. Dann sind Sie TR-Resi-Scan konform, auch nach der neuesten Veröffentlichung und sind auch nur 5 bis 10 Kilobyte größer pro Seite, was nichts ausmacht. Wichtig ist aber nach wie vor noch, JPEG, TIFF etc. pp., das ist alles keine Alternative. Damit enden Sie mit sehr viel schlechteren Dokumenten als mit unserer 3-Layer-Technik, die Sie, wie gesagt, TR-Resi-Scan konform aufsetzen können. Vielen Dank für die Frage, weil das ist vielleicht gerade für die Anwender heute hier, die das natürlich kennen, eine wichtige Information. Also, wenn Sie da Fragen haben, übrigens als Anwender, schicken Sie entweder mir oder einfach unserem Support-Team eine kurze Mail. Dann wird man Ihnen ganz schnell sagen, was das im Einzelnen bedeutet, auch welche Einstellungen Sie wählen können, um das entsprechend einzustellen. Gut, zweite Lösung. Ich blätter nochmal ein paar Folien zurück mit dem Risiko, dass mir das hier wieder um die Ohren fliegt. Aber eine weitere schwierige Forderung war ja Grundsätze ordnungsgemäßer Aktenführung einhalten, lange Aufbewahrungsfristen. Und elektronische Akten sind nicht immer nur gescannte Dokumente, sondern die sind in vielen Fällen einfach auch gemischte Dokumente. Da kommen völlig elektronische Komponenten rein, eine Word-Datei, die entstanden ist und niemals ausgedruckt war und deshalb auch nicht eingescannt ist, genau gefolgt von einer gescannten Seite, von einer gescannten Seite aus dem alten Archiv, von einer aktuell gescannten Seite und so weiter und so fort. Man sollte meiner Ansicht nach also, wenn man nochmal das perfekte digitale Dokument als Grundlage der perfekten digitalen Akte erstellen will, darauf achten, dass man ein Format auswählt, in das man sein Archivgut überführt, wobei das Format sicherstellen soll, dass die langfristige Aufbewahrung funktioniert, dass wir innerhalb unserer Aufbewahrungsfristen nicht in die Situation kommen, dass eine Viewer-Software nicht mehr verfügbar ist, dass eine vielleicht sogar Dokumentation eines Dateiformats einfach nicht mehr da ist, dass wir es also nicht mehr lesen können. Und viele von Ihnen wissen das, ich sage es deshalb mal vielleicht in verkürzter Form hier, PDF-A ist natürlich genau die Antwort. PDF
für Archiv. Ist ein PDF, was man überall öffnen kann, ein Standard-PDF, was keine besonderen Viewer oder sonst irgendwas braucht, ganz normal, aber es folgt halt bei der Konstruktion eines solchen Dokumentes bestimmten Regeln. Selbsttragendes Dokument, alles, was man braucht zur Darstellung, ist eingebettet. Es ist schon wieder passiert. Es ist ein verlässliches Dokument. Es hat keine unsicheren Inhalte in dem Sinne und ist insofern ein Dokument, was für die langfristige Aufbewahrung gemacht wurde. Das einzige Dateiformat, was für die langfristige Aufbewahrung gemacht wurde. Auf der Seite davor haben wir gesehen, die gescannten Dokumente nach unserer Bauart, so wie sie eigentlich wirklich Stand der Technik sind und zu verwenden wären mit Layer-Kompression etc. pp. Das können wir ohne Probleme in PDF-A unterbringen, aber wir können natürlich auch die Quelle Word-Datei, die Quelle sonst irgendwas, wir können die Quellen, die auch komplizierter sind, wie XML und sonst was, alles perfekt in PDF-A einbringen, haben dann ein langfristig aufbewahrbares Format, einen sozusagen kompatiblen Archivcontainer, den ich mit Standard-Viewern auf jedem Gerät wieder aufmachen kann, in dem Sinne für die gescannten Aktteile und für die elektronischen Aktenteile. PDF-A ist elektronisches Papier, das ist so das, wie wir das verstehen, also es ist statisch, es ist, wie man es reintut, kommt es auch wieder raus in dem Sinne und damit ist es eigentlich ein optimaler Container als Dokumentformat für die perfekte digitale Akte. Also, wenn es um ersetzendes Scannen geht, mal ganz klar gesagt, wir empfehlen, und das jetzt nicht nur, weil wir es anbieten, sondern ganz klar auch aus technischen Erwägungen heraus, eine hochkomprimierte, hochqualitative Variante, kleine Dateigrößen eingebettet in PDF-A als perfekte Grundlage für die digitale Akten aus Sicht des Dateiformats. Eine weitere Lösung, sehen Sie es mir nach, ist natürlich, wie mache ich das alles? Wie komme ich da hin? Wie kann ich das tun? Dafür hätten wir jetzt ein Werkzeug. Das nennt sich PDF Compressor Enterprise und Sie haben mit dem Werkzeug die Möglichkeit, nicht nur Ihre gescannten Formate, das ist hier sehr verkürzt in der Darstellung, Ihre gescannten Formate, das darf nicht wahr sein, Ihre gescannten Formate in PDF-A zu überführen, wie ich das gerade angedeutet habe, mit der entsprechenden Kompression und allem drum und dran. Macht mir aber heute hier Schwierigkeiten, die ich vorher so noch nicht gehabt habe. Mit PDF-A, Kompression etc. pp., alles, was ich gerade gesagt habe, machen Sie mit diesem Werkzeug natürlich mit Links und können das von da aus in Ihre entsprechenden Dokumentenmanagementsysteme überführen, wenn nicht sogar Ihr Dokumentenmanagementsystem unsere Komponente hier bereits fest mit integriert hat, wie das bei den Herstellern, die ich gerade genannt habe, vorher schon mal natürlich auch schon der Fall ist. Oder der Fall sein kann, wenn Sie die Option gewählt haben. Sie können damit alle Features und Optionen, die Sie für den Scan-Betrieb so brauchen, abbilden. Sie brauchen immer noch eine Scan-Software, das ist nicht der Teil da drin, aber davon gibt es ja viele, davon haben Sie welche, ist bei Ihrem Scanner dabei oder Sie können sie lizenzieren bei den bekannten Herstellern, die alle ihre Spezialitäten haben in dem Umfeld. Und der PDF-Kompressor sorgt in einer Nachverarbeitung dafür, dass egal was vorne reinkommt, dass es PDF-A-konform ist, dass es komprimiert ist, dass es optimiert ist, dass es vielleicht optional, wenn man das möchte, durchsuchbar ist und dann auch Spezialitäten erledigt sind gleich mit. Das heißt, Sie haben die Notwendigkeit, Ihre Dokumente zu paginieren fortlaufend. Sie haben die Notwendigkeit, können Sie Watermarks, Stempel, Bait-Stamping, alles nutzen. Sie haben die Notwendigkeit, jetzt für spezielle Dokumente, vielleicht so eher aus Archivsicht zu überlegen, da sollen ein Stempel drauf, ein Logo drauf. Das können Sie gleich hier mit einbetten im Sinne eines Watermarks. Sie können den Dokumenten Strukturen geben und so weiter und so fort. Das würde jetzt aber vom Hundertsten ins Tausendste führen, wenn ich das jetzt alles erklären würde. In dem Sinne, das ist auch ein eigenes Webinar. Soweit will ich da nicht drauf eingehen. Was ich damit nur sagen will, ist, Sie haben ein hochskalierbares, dauerhaft zuverlässiges und mit sehr vielen Referenzen im Bereich der öffentlichen Verwaltung kommendes Werkzeug, mit dem Sie das, was ich auf den Seiten davor beschrieben habe, mit Links erledigen können. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne vorführen, wie das so geht. Anhand, wie gesagt, einiger Beispiele, die direkt aus dem Bereich der Behörden kommen. Hier an der Stelle nochmal der Dank an den Kreis Lippe für die zur Verfügungstellung, insbesondere der historischen oder eher älteren Dokumente, die aus meiner Sicht immer so ein bisschen eine Augenweide sind. Ja, der PDF-Kompressor ist das Fenster, was ich hier bewege. Das kennen einige von Ihnen. Einige kennen es auch nicht, weil es wirklich so intensiv in Ihre Anwendungssoftware mit integriert ist, dass Sie das ja über Ihre Dokumentenmanagementsysteme gleich ansteuern. Aber Sie können das natürlich auch jederzeit standalone benutzen und zwar entweder zu einer manuellen Verarbeitung, so wie ich das jetzt hier gleich machen würde. Ich habe hier mal
perfekte Aktenschriftgut, einen sogenannten Job angelegt. Das ist ein Eintrag, mit dem Sie Dokumente dann verarbeiten können. Und den benutze ich jetzt hier in einer manuellen Verarbeitung. Sie können den aber auch mit einem Mausklick zu einem überwachten Verzeichnis machen, in das Sie dann zum Beispiel alles hineinscannen und alles, was da ankommt, greift der PDF-Kompressor auf und holt es aus dem Input-Verzeichnis raus und verschiebt das in ein Output-Verzeichnis als oder das Ergebnis. Und er kann natürlich auch gleich dann das Input-Verzeichnis wieder aufräumen, wenn man möchte. Wenn da mal ein Fehler auftritt, irgendeine TIFF-Datei ist nicht lesbar oder sonst irgendwas, dann kann man einen Error-Folder machen. Da gibt es natürlich Logging drumherum. Die ganze Prozessintegration ist da gewährleistet. Es gibt mittlerweile auch eine Programmierschnittstelle zu dem Werkzeug, sodass man es direkt aus einer Software ansteuern kann. Aber heute benutzen wir sozusagen mal den manuellen Batchbetrieb, indem wir einfach einen Stapel von Dokumenten zur Ansicht verarbeiten. Der PDF-Kompressor, habe ich gerade gesagt, verarbeitet natürlich unsere üblichen Verdächtigen, TIFF-JPEG, JPEG 2000, die ganzen Rasterformate, die aus den Scannern rauskommen, inklusive PDF und dem JPM aus dem JPEG 2000-Umfeld, was ja in vielen Behörden auch benutzt wird. Aber der verarbeitet auch die ganzen Born-Digital-Formaten. Das heißt, Sie können auch hier gleich alle Aktenteile, inklusive E-Mails und Word und was weiß ich, nach PDFA übersetzen mit diesem Werkzeug. Das ist also hier gleich mit an Bord und wird auf die gleiche Art und Weise verarbeitet. Ich will noch zeigen, die OCR ist eingebaut. Das ist ja auch in der Oberfläche konfigurierbar jeweils. Und dann gibt es noch ein paar Optionen rund um das Einbetten. Auf die komme ich gleich nochmal vielleicht zurück. Da gab es eine Frage dazu, die ich am Ende beantworten werde. Sie können den Dokumenten Strukturen geben. Da kommt jetzt auch gerade aktuell eine Frage dazu, die in die Richtung geht. Nämlich kann man mit Barcodes, Barcode-Trennung, Barcode-Trennseiten und so weiter den Dokumenten die entsprechende Struktur, ich versuche mal eben die ganze Frage zu lesen, Sekunde, die entsprechende ja, Struktur geben, ganz genau. Und ja, das ist gar nicht weit weg. Das steht schon hier oben, Detect Barcode. Dann lesen wir Barcodes, die kann man auch einschränken. Ich kann es ja mal einschalten, dann zeige ich Ihnen das mal, weil es jetzt gerade als Frage kam. Dann können Sie in bestimmten Regionen, um auch Fremdbarcodes auszuschließen, gucken, wo ist dann Barcode und können dann sagen, mach mir aus jedem Barcode, den ich finde, weil es zum Beispiel eine Registerkarte ist, auch bitte gleich eine Bookmark in das PDF, was rauskommt. Oder ich habe Barcode-Trennblätter, die will ich gar nicht in meiner Ausgabedatei drin haben, schmeiß mir die gleich wieder raus, suche nur Barcode, die einem bestimmten Schema entsprechen und dann kann ich auch sofort anfangen und die Dateien hier anhand der Barcode-Werte zum Beispiel benennen. Ja, ich kann also, um die Struktur da reinzubringen, auch die Barcode-Wildcards, das sind hier diese Fragezeichen irgendwas Variablen, den gelesenen Barcode als Teil des Dateinamens oder einen Teil des gelesenen Barcodes als Teil eines Dateinamens und so weiter gleich wieder mitverwenden und natürlich auch an der Stelle schneiden und zu sagen, mit dem Barcode vom Typ XY fängt ein neues Dokument an und ich scanne kontinuierliche Einzelseiten und kriege am Ende aber sauber getrennte mehrseitige Dokumente, mal sind es 3, mal sind es 5, mal sind es 80 Seiten hintereinander raus. So, bevor ich da jetzt aber wirklich vom Hundertsten ins Tausendste komme, gehe ich doch mal rein und lasse das Ding einfach mal laufen. Also hier habe ich einen Ordner, der normales Schriftgut hat. Den habe ich hier bei perfekte Akten, Schriftgut, Input. Ich habe hier tatsächlich mal zwei Akten reingetan. Und die zeige ich Ihnen auch vorher mal. Die eine kommt übrigens, ach, da sind wir genau beim Barcode, hätte ich auch anhand des Beispiels erkennen können. Dies kommt direkt so aus einem Scan-Prozess. Und in der überbelte Sicht können Sie so ungefähr sehen, das ist jetzt hier so die Digitalisierung eines Ordners. Da gibt es ein Ordner-Trennblatt. Das würde man natürlich normalerweise nicht in die Ausgabedatei mit aufnehmen. Das machen wir jetzt hier aber einfach spaßhalber einfach mal. Anhand des Barcodes weiß ich, aha, ein neuer Ordner fängt an. Da könnte also hier wieder ein neuer Ordner-Barcode kommen. Es gibt hier spaßhalber sogar mal ein Foto vom Rücken des Ordners. Dann gibt es Trennblätter für Register. Die Register sind auch mit digitalisiert. Da steht ja oft auch handschriftlich was drauf. Muss man mit aufnehmen. Und dann kommen annotierte farbige und schwarz-weiße Dokumentteile. Ich habe das hier extra verkürzt. Und dann wieder ein Register und noch ein Register und so weiter und so fort. Klassische Akte, gemischt farbig schwarz-weiß. In dem Sinne ganz interessant. Wir können ja mal gucken, was sowas wiegt. Das sind jetzt hier gerade mal so 4 MB. Also ich habe aber auch tatsächlich wirklich nur 4 Seiten oder 5 Seiten oder 2 pro Register rausgenommen. Die Akte war natürlich in Real Life viel, viel mehr. Es passen 200 Seiten in so einen Ordner rein, hat man viel mehr. Aber immerhin 4 MB, so gemischt formatig, haben wir da. Zweite Akte, die wir haben. Jetzt habe ich diese großen Dinger hier, die wir haben. Da habe ich jetzt mal ein bisschen was anderes reingeschmissen, nämlich so das, was so standardmäßig vorkommt. Irgendein PDF kommt in den Prozess rein, gescannte Dokumente kommen in den Prozess rein und eben aber auch so Dokumente, die so mit
tonnenweisen farbigen Annotationen bepflastert sind, fast hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und die gucken wir uns gleich auch mal an. Also, lassen wir es mal laufen. Das ist jetzt mal endlich spannend hier. Der PDF-Kompressor hier ist jetzt auf einer Maschine installiert, benutzt zwei CPU-Kerne. Das heißt, er packt immer parallel gleich Dokumente an. Man sieht hier im Fortschritt immer, welche Dokumente verarbeitet werden. Man kann auch ungefähr so an dem Takt jetzt sehen, das ist immer so 1 und 2 und 1 und 2, wie die Dokumente verarbeitet werden. Also von der Verarbeitungszeit her hat sich das auch schon sehr, sehr stark verbessert in den letzten Jahren. Und dann gucken wir uns mal, was unsere PDF-A-Akten letztendlich hinten im Ergebnis so zeigen. Wir haben Akte 1, Akte 2, das ist jetzt so eingestellt. Die erste Akte, das habe ich jetzt hier im PDF-Kompressor so gemacht, habe ich die Einzelseiten hier im Input mit füge alle Seiten eines Unterverzeichnisses in ein einzelnes PDF-Dokument zusammen in eine mehrseitige Datei überführt. Deshalb habe ich jetzt nur ein PDF und die mache ich jetzt mal auf. Da kommt jetzt keine große Überraschung mehr. Denn das ist das, was wir eben gerade schon gesehen haben. In dem Sinne, hier ist der Aktenrücken, hier sind die Trennblätter, die habe ich ja nicht rausgeschmissen. Da ist Farbe und Schwarz-Weiß durcheinander drin. Es ist eine PDF-A2U-konforme Datei. Was das genau heißt, ist auch Teil eines eigenen Webinars. Können Sie auf unserem YouTube-Channel vielleicht mal als Video nachsehen, unsere PDF-A-Webinare. Aber es ist PDF-A-konform. Es ist sehr lesbar, wie ich finde. Es ist eine farbige Datei im Grunde genommen, aber ne, irgendwie stellt mich mein System heute Morgen hier vor ein paar Herausforderungen. Flackert auch so schön. Aber diese farbige Datei ist 222 Kilobyte groß. Das heißt, wir kommen von diesem gemischten Schwarz-Weiß und Farb 4,5 oder was wir da hatten, Megabyte runter auf 222 Kilobyte. Das geht jetzt von gerade nicht mehr handhabbar zu handhabbar oder das geht so von Größenordnung 20 mal kleiner in eine Datei, die übrigens ja auch noch, das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen, im Volltext durchsuchbar ist. Das heißt, ich kann jetzt die Nummer 18773 einfach suchen und kriege die hier als Treffer, als Highlight entsprechend angezeigt. Und dafür ist das, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Gucken wir uns nochmal die zweite Akte an. Denn da war ja so ein bisschen auch, zweite Akte hier. Gucken wir uns nochmal an, auch da ein Ausgabedokument. Hier sind jetzt so alle möglichen Sachen drin, also ausgefüllte Formulare, annotierte Geschichten, auch mal Belege, ne, Reisekostenabrechnung und so weiter und so fort. Und hier ist mal so ein Dokument, das gefällt mir mal ganz gut. Hier sind farbige Stempel, möglicherweise mit unterschiedlichen Bedeutungen. Hier sind übrigens auch solche Dinger sind im Schwarz-Weiß-Scan ganz kritisch, ja. Highlight Pen über Schwarz, das wird oftmals ausgeblendet. Da hat man Schwarz. Ja, sieht man gar nichts mehr, je nachdem, wie stark der Textmarker gewesen ist. Farben und solche Sachen haben vielleicht Bedeutungen hier, unterschiedliche Schriften. Und das hier ist dann nicht mehr in Schwarz-Weiß ordentlich gemäß zu digitalisieren, würde ich sagen. Und insofern sehen wir, glaube ich, das in Farbe ganz gut aufgehoben. So, ganz kurz, weil mir läuft echt die Zeit davon. 223 Kilobyte für diese Datei, die PDF-A-konform ist, durchsuchbar ist, gute Qualität hat und die entsteht aus einem Rohmaterial, aus einem gescannten, aus einer gescannten Menge von 50 Megabyte. Ja, der Faktor ist 5 mal 5, 25, 250, genau. Also es ist erheblich kleiner, was da bei diesen paar Beispielen jetzt hier schon so zum Tragen kommt. Und auch wenn das jetzt hier ein Antrag für die Gesundheitskarte ist, das kennen Sie von Ihren Passanträgen und so weiter und so fort. Da geht auf jeden Fall was und Farbe ist da der Stand der Technik. Ich habe noch zwei Fragen, die vielleicht hier gerade passen. Ja, reinzoomen tue ich jetzt. Ich gehe jetzt nochmal und die Signaturfrage nehme ich zum Ende. Ich gehe jetzt nochmal auf einen anderen Stapel und jetzt kommt das, was ich eben meinte. Es sind schon richtig schöne Dokumente, um die anzugucken. Wo habe ich sie? Beispiele. PDF-Kompressor, perfekte Akte. Da. Und ich nehme jetzt mal diese hier. Die sind insofern richtig schön. Das sind nämlich richtig alte Dokumente. Die haben schon fast so ein bisschen Sammel- oder historischen Wert. Und diese Dokumente sind besonders kritisch, wenn es um feine Linien geht. Diese Dokumente sind teilweise sehr groß. A0 oder sowas in der Richtung im Original oder auch im Scan. Also sind A0 große Dokumente. Und die Details, die da drin sind, wenn ich jetzt mal hier so gucke, ja, da sind so ganz viele kleine Annotationen und kleine Schriften drin und so weiter und so fort.
Und wenn Sie fragen, ich soll mal auf so eine Linie reinzoomen, dann machen wir das gerne. Und zwar anhand dieser wirklich kritischen Dokumente hier, die nämlich A, schwach kontrastig sind, ja, farbige Annotationen auf echt gelbem Hintergrund, ja, oder teilweise Transparentpapier und so weiter, und gleichzeitig sehr klein und fein gegenüber der gesamten Dokumentgröße sind. Also das ist sozusagen der schlimmste Fall, dem man so begegnen könnte, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Und diese 5 Dateien sind übrigens auch noch zusammen sportliche 145 Megabyte groß, also nicht ganz ohne diese Biester. Die können wir auch im PDF-Kompressor verarbeiten. Da habe ich einen etwas anders gelagerten Job angelegt, denn erstens möchte ich die nicht alle in einer Ausgabedatei zusammenführen, sondern einzeln halten. Bei diesen Dokumenten macht auch eine OCR keinen Sinn. Und ich habe die Einstellungen hier bei der Kompression etwas anders gewählt, um der Tatsache zu begegnen, dass sie sehr schwach kontrastig sind. Und ich lasse die mal laufen. Die sind natürlich jetzt ein bisschen langsamer unterwegs, weil die natürlich sehr viel größer sind als A4. A0 ist x mal A4 und das dauert natürlich seine Zeit, das durchzurechnen. Aber während das rechnet, können wir uns ja schon mal in den Output-Ordner begeben. Das ist hier. Und jetzt sehen wir hier, das muss ich mal ändern. Jetzt sehen wir hier eine Liste von Dokumenten. Und diese Liste von Dokumenten, 11:52 Uhr haben wir schon, jetzt muss ich aber schnell machen. Diese Liste von Dokumenten hier ist unzweifelhaft sehr, sehr viel kleiner. Wir kommen von 145 Megabyte auf 1 Megabyte runter mit diesen Dokumenten. Und jetzt werden Sie sagen, hat er halt alles weggelassen, kann man nichts mehr lesen. Aber jetzt machen wir mal den Spaß mit dem Zoom, der hier gefordert wurde, mal als Beispiel, wie die Qualität entsprechend aussehen kann. Und gucken wir uns mal das Ding hier an. Und fangen vielleicht erstmal mit einem Zoom von 100% an. Keine Sorge, ich mache da noch mehr. Und wenn man das mal so anguckt, kann man, glaube ich, erstmal schon mal feststellen, na, das ist aber alles mal ganz ordentlich hier. Also ich glaube, dass man da feststellen kann, dass die Qualität dieses Dokumentes wirklich erstklassig ist. Zweitens, wenn man dann jetzt hier in diesem Umfeld nochmal benutzt, dass man ja auch diese Layer hat. Ich sprach immer von der Layer-Kompression. Die kann man auch verwenden. Da kann man nämlich zum Beispiel jetzt hier sowas machen wie den Hintergrundlayer, den Farblayer ausblenden. Quatsch, das war der falsche. Den Background wollte ich ausblenden. Und dann sieht man, man hat eine farbig annotierte, ganz ordentliche Zeichnung hier mit diesen kleinen Einträgen und so weiter und so fort. Und die ist aber auf weißem Papier. Kann man übrigens benutzen, um solche alten Dokumente wieder tintensparend und sauber und ordentlich auszudrucken, was auch gemacht wird. Und dann gibt es noch den Schwarz-Weiß-Layer in der Mitte. Dann haben wir Hochkontrast tatsächlich schwarz auf weiß, Pixel oder kein Pixel in dem Sinne, wenn man auch noch die Vordergrundfarbe abschaltet. Ja, das nur mal als Spielerei, was man damit tun kann, beziehungsweise das kann auch echt einen Nutzwert haben. Es ist auch eine PDF-A2U-Datei und ich habe es versprochen, jetzt gucken wir uns noch mal ein paar von diesen ganz fiesen kleinen Dingern an hier und das entspricht alles sehr dem Original. Selbst diese kleinsten Dinger hier unten sind entsprechend so lesbar, wie sie eben in dem Scan auch lesbar sind. In dem Sinne. Vollfarbig, originalgetreu abgebildet. 1 Megabyte von 145 ist da entsprechend übrig geblieben. Und jetzt werden Sie sagen, okay, naja, gut, das machen die Kollegen vom Katasteramt. Was habe ich mit diesen alten Fortführungsrissen und den historischen Urkarten zu tun und so weiter und so fort. Da stand zwar jetzt schon mal Grundsteuer obendrauf, aber tatsächlich ist es natürlich so, wenn wir uns normale Aktentypen angucken, sie haben immer mal wieder eine Bauunterlage, sie haben immer mal wieder etwas anderes in den Dokumenten drin und sei es ein Katalog, sei es eine farbige Seite, was einfach zu den Akten dazugehört und da gelten natürlich für das, was für diese Ausreißer hier, für diese extrem schwierig zu verarbeitenden Dokumente gilt, das gilt natürlich für all diese Aktenteile ganz sicher erst recht. Und ich habe sie einfach dankbar vom Kreis Lippe angenommen und gezeigt, weil ich sie auch einfach schlicht und ergreifend schön finde. Okay, mir ist sehr die Zeit da weggelaufen, deshalb würde ich zur Präsentation zurückkehren an dieser Stelle und die Vorführung an der Stelle abschließen und stehe natürlich noch für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Der Präsentationsteil ist zu Ende. Für diejenigen, die jetzt auch vielleicht einen Anschlusstermin haben, ab jetzt verpassen Sie nichts mehr, außer vielleicht ein paar spannende Fragen und Antworten, auf die ich jetzt noch eingehen möchte. Gut, ja, eine Frage, die ich hier habe, beschäftigt sich mit der Signatur. Das ist natürlich immer beim ersetzenden Scannen so ein Thema. Wann und wie werden qualifizierte elektronische Signaturen beim ersetzenden Scannen verarbeitet? Ja, das ist eine Frage, die man in den letzten Jahren immer mal wieder anders beantworten muss.
aus. Denn da hat sich auch einiges geändert. Es gibt natürlich immer noch Bereiche, in denen das ersetzende Scannen nur erlaubt ist, wenn ich eine qualifizierte elektronische Signatur auf das Dokument aufbringe, wenn ich eine teilweise 100%, mal erklären, wie das im Massenscan-Verfahren geht, Sichtkontrolle mache oder zumindest einen sehr hohen Stichprobenumfang habe. Und wenn ich das Digitalisieren eines Dokumentes in einem sogenannten Signaturnetzwerk, es darf also den Raum quasi nicht verlassen, tue, wo der Scan-Operator selber die Digitalisierung vornimmt, die Konvertierung, wenn sie gewünscht ist, entsprechend auf dem Scan-Rechner oder einem anderen Rechner in einem abgeschlossenen Signaturnetzwerk dann aber laufen muss und wo dann am Ende ein Signaturverfahren verwendet wird, wo auch der Scan-Operator im Zweifelsfall mit seiner Signaturkarte vielleicht sogar signiert, qualifiziert elektronisch signiert und damit unterschreibt, wenn man so will, dass er gesehen hat, dass die digitalisierte Datei oder die digitalisierten Dateien, die er jetzt in diesem Batch erzeugt hat, tatsächlich genau dementsprechend, was er auf dem Papier gesehen hat. Das ist ja so das Prinzip dahinter. Das gilt aber nun beim besten Willen längst nicht mehr an allen Stellen. Es gibt immer noch Bereiche, wo das gilt, aber das E-Government-Gesetz, selbst die TR-Resi-Scan und andere Vorschriften stellen nicht mehr darauf ab, dass beim ersetzenden Scannen zwangsläufig die gescannten Dokumente als PDF-Dateien oder wie auch immer qualifiziert elektronisch signiert oder überhaupt elektronisch signiert werden müssen. Der Resi-Scan stellt darauf ab, dass ich im Scan-Prozess sicherstellen muss, dass ich eine entsprechende Qualität und eine Abbildungsqualität habe durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen. Das heißt aber wirklich tatsächlich eher, ich passe auf, dass mir keiner was manipuliert, ich passe auf, dass mir keiner die Dateien irgendwie austauscht und so weiter und so fort. Ich passe auf, dass ich weiß, wer hat an den Dateien herumgearbeitet. Ich passe auf, dass keiner Zugriff hat, solange sie nicht in einem rechts oder in einem revisionssicheren Archiv entsprechend oder unveränderbar abgelegt sind und so weiter und so fort. Aber Signatur ist da nicht zwingend vorgeschrieben. Wann bringt man die auf? Wenn man sie tun muss? Naja, dann ganz am Ende des Scan-Prozesses. Und der Scan-Prozess fängt an mit dem Sortieren des Papiers, mit dem Einlegen des Papiers in den Scanner, mit dem tatsächlichen Digitalisieren in der Scan-Software, mit dem Indexieren, mit dem OCR-Lesen. Das geht alles darüber weiter. Und dann dem Zusammenfügen eines strukturierten Dokumentes, zum Beispiel als mehrseitiges PDF-A-Dokument. Und das ist dann das Endergebnis und das muss ich signieren. Denn vorher, wenn ich vorher signiere, würde ich die Signatur wieder verlieren und so weiter. Das geht nicht, wenn ich die Struktur des Dokumentes noch nicht gebildet habe. Bin mir nicht ganz sicher, die Frage war sehr kurz, ob ich damit so den Bereich erschöpfend beantwortet habe, sofern man den überhaupt erschöpfend beantworten kann, glaube ich. Okay, nehme noch eine andere Frage auf. Ich würde übrigens auch noch neue annehmen, wenn Sie mögen. Eine andere Frage geht, aha, ich habe auf einer meiner Folien geschrieben, was zum Thema Indexierung. Was bedeutet das eigentlich? Okay, ja, Indexierung findet natürlich in vielen Fällen im Dokumentenmanagementsystem statt. Also, ich habe eine PDF-Datei, die heißt 0815.pdf. Und 0815.pdf ist in meinem Dokumentenmanagementsystem im Grunde genommen als Garderobenmarke sozusagen hinterlegt und in meinem Dokumentenmanagementsystem steht dann drin, hinter der Garderobenmarke 0815 verbirgt sich ein Dokument, was entsprechend zu dieser Akte gehört, was entsprechend diese Metadaten hat, was entsprechend diese und jene Keywords, Schlagwörter, Suchwörter hat und hier ist vielleicht sogar der Volltext dazu und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Level an Indexierung. Aber mit den Möglichkeiten von PDF und PDFA kann man da sehr viel mehr machen und da sind auch sehr viel mehr Dinge möglich. Ich bin da eben schon im Vorführen des PDF-Kompressors über einen Punkt gestolpert. Da stand zum Beispiel für jeden gefundenen Barcode ein Bookmark in das PDF einbringen. Das ist auch ein Teil der Indexierung. Das ist ein Teil der Strukturierung eines Dokumentes und ist ein Teil der Strukturbildung und das geht dann letztlich auch in die Indexierung rein. Also Bookmarks sind sicher ein Teil davon, Dateinamenbildung ist ein Teil davon. Dateinamen
können wir weitgehend durch unsere Variablen bilden aus all den Dingen, die wir während des Verarbeitungsprozesses gelesen haben. Input-File nehmen, Output-File nehmen, Variablen, Datumsstempel, Barcode-Namen, Teile von Barcode-Werten und so weiter und so fort. Da geht noch eine ganze Menge mehr und das kann man natürlich alles zur Indexierung verwenden anhand der Variablen, die man überall im Verarbeitungsprozess wieder einsetzen kann. Dazu gehört natürlich auch noch XML einbetten, dazu gehört Metadatenschemata, die man einbetten kann, private oder standardisierte, wie Dublin Core und so weiter und so fort. Der PDF-Kompressor, will ich dann an der Stelle vielleicht abschließend sagen, ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Sie werden in der Lage sein, einen einfachen Einstieg zu finden und ich verspreche Ihnen, wenn Sie das Werkzeug einmal runtergeladen haben und die Lizenz eingespielt haben, dann sind Sie in 30 Minuten produktiv und haben Ihre ersten Batches verarbeitet. Gar keine Frage. Und dann haben Sie PDF-A und die sind vielleicht schon durchsuchbar und die sind hochkomprimiert. Wenn Sie mit unserem Support-Team zusammenarbeiten, werden Sie in nochmal 30 Minuten etwa Ihre Einstellungen so weit optimiert haben, dass Sie auch optimale Qualität erzeugen. Aber dann begeben Sie sich mal auf eine Reise in dem Werkzeug. Sie werden sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten finden, wie Sie Dokumente strukturieren können, wie Sie Indexierung nochmal ein bisschen weiter treiben können, als das, was Ihr Dokumentenmanagementsystem ohnehin schon anbietet, auch in der einzelnen Datei. So, jetzt kamen noch eine Reihe Fragen. Ich bin geneigt, auch wenn wir die Stunde jetzt gesprengt haben, es einfach noch weiterzumachen. Ich bin aber auch niemandem böse, der sagt, ich muss jetzt weg. Also insofern, ich nehme einfach mal, wenn ich hier was habe, ein, zwei weitere Fragen auf. Springt, macht nichts. Springen wir einfach mit. Wie sieht das Lizenzmodell aus? User, Server, Cores, Volumen und so weiter und so fort. Da sind wir sehr flexibel übrigens. Für den PDF-Kompressor nehmen, den kann man in der gleichen Form immer wieder installieren. Der läuft sozusagen auf einem einzelnen Rechner. Den kann man als Server betrachten, den kann man im Serverraum auch laufen. Der läuft da als Dienst. Das funktioniert also sehr gut in diesem Umfeld. Es kann aber auch ein Rechner sein, der dafür in der Arbeitsgruppe einfach abgestellt wird oder sonst irgendwas in der Richtung. Da läuft er drauf und der bedient sich dann ja über Verzeichnisse. Man muss also nicht permanent vor dem PDF-Kompressor davor sitzen. Das heißt, wir haben in dem Fall keine User-Lizenzen. Das ist hier eine Frage. Nein, User-Lizenzen braucht man dafür nicht, denn egal wie viele User legen ihre Dokumente ab im PDF-Kompressor, der nimmt die und verarbeitet die, der weiß gar nicht im Zweifelsfall, von welchem User die kommen. Das definiert sich vielleicht nur über das definierte Unterverzeichnis, was dieser spezielle User jetzt als Lese- und Schreibrecht hat. Es gibt ein sogenanntes Lizenzmodell Server, das skaliert auch, das skaliert aber ohne Seitenzähler, das heißt anhand der Hardware. Sie haben ja gesehen, eben das lief auf zwei CPU-Kernen, wenn Sie jetzt da so einen richtigen Gorilla-Server haben mit 24 CPU-Kernen und so weiter, können Sie das lizenzieren, werden einen 24-fachen Durchsatz schaffen, als wenn Sie jetzt nur einen CPU-Kern lizenzieren, aber es gibt insgesamt keinen Seitenzähler. Es gibt aber umgekehrt auch für kleinere Projekte, für abgegrenzte Projekte die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe mir eine Lizenz, die verarbeitet, weiß ich nicht, 100.000 Seiten im Jahr und zwar jedes Jahr wieder. Und da muss ich aber nicht jedes Jahr wieder Lizenz zahlen, sondern ich kaufe die Lizenz einmal. Oder es gibt eben das Basic-Lizenzmodell, wo Sie sagen, ich habe doch hier einen Altaktenbestand von, sagen Sie es mir, 1 Million Seiten und die will ich verarbeiten und danach habe ich keine Altakten mehr, also brauche ich eine Lizenz für 1 Million Seiten und auch das gibt es. Sprechen Sie uns einfach an, entweder mich, meine E-Mail-Adresse ist hier da drauf, oder viele von Ihnen sind ja auch mit der Frau Becker bei uns hier im Hause in Kontakt. Sprechen Sie sie einfach an, sie wird Ihnen da sofort weiterhelfen oder ich natürlich auch sehr gerne. Kontaktdaten sind auf dem Bildschirm. So, haben wir noch eine Frage? Ah, was ist der sicherste Barcode? Tja, gute Frage. Es gibt einen Trend dahin. Sicher ist ja die Frage. Was heißt denn nicht sicher? Sicher heißt wahrscheinlich, ich möchte ihn möglichst nicht überlesen, damit ich keine Dokumententrennung verpasse. Das heißt, es wäre ja so, ich scanne fortlaufend Einzelseiten und so an der fünften Seite kommt wieder ein neuer Barcode. Und wenn ich den nicht lese oder nicht finde, dann ist er nicht sicher. Dann überlese ich ihn, so interpretiere ich jetzt hier die Frage. Dann füge ich nicht nur die 5 Seiten von dem Dokument, sondern auch die 5 Seiten von dem nächsten Dokument rein und mir geht ein ganzes Dokument verloren. Also Barcodes sollten schon stabil sein. Es gibt einen gewissen Trend, auf die 2D-Barcodes zu gehen diesbezüglich. Es werden nach wie vor immer noch in der Scan-Dienstleistung und in generell in professioneller Scan-Produktion
Sehr viele eindimensionale Barcodes verwendet, teilweise lange Barcodes verwendet, Interleaf-Barcodes natürlich, alles, übrigens, die verarbeiten wir alle, kein Problem. Aber es gibt auch so einen gewissen Trend dahin, gerade in der professionellen Scan-Dienstleistung auf 2D-Barcodes umzusteigen. Also die kennen wir alle von unserer Bahnfahrkarte und so weiter, die typischen QR-Codes, Data Matrix-Codes und so weiter zu verwenden, um eine höhere Lesesicherheit zu haben. Gar nicht so sehr, weil da mehr Daten reinpassen, sondern um eine höhere Erkennungsgenauigkeit zu haben. Sehe ich einfach als Trend. Auch das kann der PDF-Kompressor natürlich bewerkstelligen. Gibt es schon PDF 3a? Es gibt schon ganz lange PDF A3. So, das heißt PDF A im dritten Normteil, das gibt es schon eine ganze Weile. Der Normteil ist ein bisschen speziell, geht über das hier raus, was wir heute hier besprochen haben. Da empfehle ich auch nochmal den YouTube-Channel bei Luratech oder gehen Sie auf luratech.com in unseren Wissenspool. Da finden Sie aufgezeichnete alte Webinare zum Thema PDFA, auch zum Thema PDFA3, nochmal zum Nachgucken. Das haben wir schon mal gemacht in dem Sinne. Ja. Wissen Sie was? An der Stelle mache ich jetzt hier Schluss. Die weiteren Fragen, die ich noch habe, beantworte ich gegebenenfalls per E-Mail. Kommen Sie einfach auf uns zu, wenn Sie weitere Fragen haben. Übrigens, wenn Sie die Software mal ausprobieren wollen, eine Demo-Version kriegen Sie einfach von der Software, indem Sie mir oder der Frau Becker oder Ihrem Ansprechpartner bei Ihrem Luratech-Partner eine E-Mail senden oder eine Anfrage stellen. Das können wir ganz unbürokratisch, ganz unkompliziert und schnell handhaben. Ich bedanke mich für Ihre unglaublich lange Aufmerksamkeit, die Sie mir geschenkt haben, dass Sie mir so lange zugehört haben. Ich hoffe, es war ein interessanter Einblick in die Themen ersetzendes Scannen im Umfeld von E-Government und würde mich natürlich insbesondere sehr freuen, wenn Sie uns bei einem unserer nächsten Webinare wieder die Ehre Ihrer Anwesenheit erweisen. Dankeschön, auf Wiedersehen, schönen Tag.